Hi Leute, ein kleines Vorwort, bevor die Reise nach Kroatien für euch beginnt. Für mich ist die Kroatienreise schon beendet und ich hatte eine wirklich geile Zeit schon mal vorweg gesagt. Und ich möchte mich jetzt einfach nur nochmal bedanken für das Feedback unter dem Umfragenvideo, was so krass war, was ich auch wirklich nicht gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber einfach vielen, vielen Dank dafür. Und eine zweite Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ganz zu Anfang, weil ich habe mir im Laufe der Reise erst überlegt, wie ich euch meine Standorte mitteilen kann. Und jetzt werde ich immer in die Videobeschreibung unten einen Link reinpacken, wo wir in dieser Minute genau waren. Also das heißt, wenn euch irgendein Ort interessiert oder so, schaut einfach in die Videobeschreibung. Dort findet ihr dann genau die Koordinaten sozusagen von diesem Ort. Und ich kann euch versprechen, dass für jeden auf jeden Fall was dabei ist. Wir haben so coole Orte entdeckt, so viele Schlafplätze entdeckt. Und ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, also bleibt dran. Das möchte ich mal vorwegnehmen, weil das am Anfang noch nicht ganz klar war, wie ich das überhaupt gestalte. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Reise. Hallo Freunde, heute könnt ihr vielleicht an meinem Grinsen schon erkennen, wir fahren wieder auf Tour und zwar diesmal nicht nur über ein kleines Wochenende oder so, sondern wir fahren für 3 Wochen wieder los und es geht wieder nach Kroatien, mir hat es letztes Jahr so gut gefallen. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen weiter runter, aber wir entscheiden das ganz spontan, auch wieder wie dieses Losfahren. Ihr seht, wir packen jetzt noch im Hintergrund oder meine Freundin packt noch und ja, wir freuen uns tierisch drauf. Ich freue mich, dass ich euch dieses Jahr mitnehmen kann und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß. Heute geht's nach Stuttgart, erstmal zu Freunden und von Stuttgart fahren wir dann morgen aus weiter direkt. Wir haben jetzt heute den 3. Juni, damit ihr mal Bescheid wisst, in welchem Zeitrahmen wir uns befinden. So sieht der Bus jetzt fertig gepackt aus. Hier vorne ist eigentlich nicht so viel los. Hinten hängt noch eine kleine Hose, die noch nicht ganz trocken ist. Bisschen was zu trinken für die Fahrt und schon mal für die Ankunft dort. Bisschen was zu knabbern. Ansonsten sieht es nicht anders aus als sonst, weil einfach ziemlich viel Stauraum da ist. Von hinten noch einmal. Die Kühlbox einmal ganz kurz offen gestellt für euch, ein bisschen was zu trinken drin und so, damit wir immer was kühl haben. Und Wasserkanister sind frisch aufgefüllt, nur dass ihr das mal einmal gesehen habt. Dann hier nochmal den Schrank von innen, da passt jetzt wirklich alles rein, was wir mit haben. Wir haben uns diesmal auch ziemlich beschränkt, weil ich gemerkt habe letztes Jahr, dass ich viel zu viel mit hatte, so wie es meistens ist. Und ich glaube, das ist ganz okay. Der erste kleine Stop, mal gucken, ob noch alles drauf und dran ist. Und mal ein bisschen Luftdruck überprüfen von den Reifen. Solarzelle ist noch fest, Solardusche sieht auch gut aus. Also lassen wir jetzt mal ein bisschen Luft rein, nochmal in die Reifen. Und dann düsen wir auch direkt weiter. Mir ist ein riesen Missgeschick passiert und das ist uns auf der Fahrt zum Glück noch eingefallen und Julie hat sich dann darum gekümmert, dass wir einen Laden finden, wo wir das finden. Und zwar habe ich mein Ladegerät für diese Kamera hier vergessen und ein Akku fehlt mir jetzt sozusagen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch 2 Akkus mit. Das sollte reichen, aber ein Ladegerät brauche ich auf jeden Fall, deswegen besorgen wir das jetzt nochmal. Und ich bin super happy, wenn die das hier auf jeden Fall haben. Jetzt sind wir mal hier an so einem Rastplatz angehalten, denn wir brauchen jetzt die Vignette und schauen mal, dass wir da irgendwas Passendes finden. Wir legen mal gut auf, Eben. Okay. Dann wünsche ich eine schöne Zeit. Gell? Dankeschön. Ciao. Ciao. Wir sind jetzt angekommen, das heißt, wir pennen jetzt hier erstmal auf so einem Supermarktparkplatz einfach, weil wir haben irgendwie nichts Gescheiteres jetzt auf die Schnelle gefunden und ich will jetzt echt schlafen. Wir sind heute nochmal eine ganze Weile gefahren und ja, jetzt geht's für uns einfach ab ins Bett. Ich würde sagen, hier beenden wir auch das erste Video. Das war jetzt einfach nur mal so klein ein bisschen die Anreise. Ich hoffe, das geht hier alles gut und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also haut rein!